SPDs abspielen lassen. Du hast Zugriff darauf? Diese Träume? Noch nicht, aber sie sind im Labor, zu dem wir jetzt gehen. Ich glaube, dass das echt ein Problem werden wird jetzt gleich. Na gut, aber wir helfen dem auf jeden Fall. Wer weiß, vielleicht hilft der mir ja dann auch irgendwann mal. Ich habe auch noch eine Nachricht. Von wem habe ich denn Rachel? Nachricht öffnen. Es waren nur 3000 Eddies, dafür, dass ich einen Typen ans Kreuz genagelt habe. Na gut. Ich bin mir ja jetzt nicht so sicher. Ist das hier? Eigentlich schon, ne? Hey, haben wir einen Termin? Nicht ganz. Wir gehen zusammen rein, aber nicht durch den Haupteingang. Keinen Durchsuchungsbefehl? Wir suchen den anderen Weg rein und hauen schnell wieder ab. War selbst noch nie hier. Du musst mir also helfen. Geil. Gut. Nö, wollen wir uns das doch mal angucken, das ganze Problem, ne? Komm hier aber auch nicht rein, ne? F. Also, ich weiß jetzt nicht, aber hier komme ich. Ah, da hinten geht's noch irgendwo lang. Hier hoch, ne? Jetzt finden wir unseren Eingang. Wir haben heute eine Inspektion. Sollte verlassen sein. Können ruhig Lärm machen. Woher weißt du von der Inspektion? Ich habe vorher schlau gemacht. Weißt du, wo sie die BDs aufbewahren? Sicher da, wo sie Träume autistischer Kinder editieren. Sollte Anthony Harris draufstehen. Nö, hier nicht. Ein paar der Räume können wir uns wahrscheinlich sparen. Was ist denn hier mit? Was haben wir denn da? Nix. Was ist das? Papierkram. Hier irgendwie was? Nein. Abgeschlossen. Geht nicht auf. Okay. Das dürft ihr einmal euch durchlesen, ne? So wie immer. Okay. Aber Anthony Harris, ich habe doch gerade irgendwas mit AHA gelesen. Tja. Hier ist nichts. Keine Spur von BDs. Mit Hilfe des Kiroshi den richtigen Schrank. Toilette. Wenn ich den jetzt durchsuche, Dateien. Okay. Lass ich euch auch einmal alles durchlesen. Gut. Na, müssen wir mal gucken. Hier könnte was drin sein, ne? Das kann ich euch auch noch mal einmal lesen lassen gerade. Das ist ja ganz kurz. Das ist er auch nicht. Oder wie darf ich dieses verstehen? Ja, das könnte das sein, ne? Hey, River! Ich hab hier was! Was gefunden? Noch nicht. Anthony Harris. Hier, die Schubladen. Okay.
Sag mal, warum hast du nicht einfach einen Hausmeister bestochen? Darf nicht riskieren, an einem fremden Fall erwischt zu werden. Yavin! Was machst du hier? Du wurdest doch entlassen. Nein, nur suspendiert. Wer bist du? Darf ich fragen, wer du bist? Ich rufe die echte Polizei. Warte, warte! Lass mich das erklären. Also echt, River. Als hättest du nicht schon genug Ärger. Harris hat meinen Neffen entführt. Das tut mir leid, wirklich. Aber wir lagern hier Beweise und befolgen Protokolle. Protokolle. Hier geht's um das Leben seines Neffen. Um das Leben eines Kindes. Ja, aber echt mal. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen noch. Aber nicht schnell genug. Bitte. Raus, sofort. Nicht ohne Peter Pans Träume. Ich sag es zum letzten Mal. Kann ich die bitte abknallen? Raus! Verdammt, Yavin. Für wen zum Teufel hältst du dich? Weißt du noch, dein erstes Medizinexamen? Schwer zu vergessen. Hast mit Bravour bestanden. Urplötzlich ging die Frauentoilette in Flammen auf. Das Gebäude musste 2 Stunden evakuiert werden. Ich fass es nicht, dass du mir das jetzt vorhältst. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Vor allem dich nicht. Du kennst Reva kaum, oder? Er ist ein dreckiger Bastard. Mich hat er noch nicht enttäuscht. Mich hat er noch nicht enttäuscht. Wir waren auch Freunde. Weigerst du dich deshalb, ihm zu helfen? Harris Traum, BD. Wo ist er? Er träumt nicht. Wieso das denn? Eine Kugel hat sein Gehirn verletzt. Wir empfangen nur vereinzelte Impulse, Bruchstücke. Das will ich selbst sehen. Stimulation anwenden. Aber er ist kein Autist. Mit vertrauten Klängen und Bildern erreicht man doch die Kinder. Ist ein Versuch wert. Ich bin mir der Parallelen von Hypothalamus-Stimulation und Hormonproduktion bewusst. Aber Harris ist kein Kind. Ich habe das Verfahren nie an einem Erwachsenen getestet. Dann versuchen wir es jetzt. Wir wissen gar nicht, was er bevorzugt. Ich finde schon was. Als dass du willigst ein? Geht einfach. Ich mache euch die Vordertür auf. Legen wir los, wie? Ich weiß, wo wir anfangen müssen. Ganz nebenbei, was weißt du über Biochips? Vor allem über Arasakas Relic. Nun ja, ein Relic speichert das neurale Engramm eines Menschen. Man kopierte seine Erinnerungen und Persönlichkeit. Ja, das verstehe ich. Aber was passiert, wenn das gespeicherte Engramm das Engramm des Chipträgers überschreibt? Überschreibt? Das sollte eigentlich nicht möglich sein. Warum fragst du? Ach, nur so. Ist nicht weiter wichtig. Danke. Gut, dann los. Wir können jetzt irgendwie zu Rivers Auto zurück. Wir haben doch hier gar nichts erreicht. Na gut, wenn du dich damit zufrieden geben möchtest. Hier soll ich rausgehen? What? Ich kann es hoch machen, okay. Und das da hinten? Weiß ich nicht, aber wir gehen jetzt erstmal zu Rivers Auto. Mal gucken, was River hat. River hat doch bestimmt Aua. Also der wird jetzt sehr sauer sein, denke ich. Okay. Was muss ich mir jetzt wieder in den Kopf stecken? Okay, schieß los. Was mir nicht gesagt, dass du entlassen wurdest. Du hast mir nichts davon erzählt. Warum? Weiß nicht. Mach dich irgendwie zu einer Bleibirne, oder? Sieht wohl so aus. Ich rede einfach ungern über Sachen, die mir zu schaffen machen. Von mir aus? Sag mir aber wenigstens, wohin wir unterwegs sind. Zu Joss. Randys Mutter. Sie denkt, er ist nur weggelaufen. Behalten wir die Entführung erstmal für uns.
Sollten wir nicht besser Harris Wohnung suchen? Sollten wir nicht lieber versuchen, Harris Wohnung zu finden? Ein Haus, und ich glaube kaum, dass es eine Opfer im Keller festhält. Wir versuchen es natürlich. Vielleicht finden wir bei Randy irgendeine Spur zu Harris. Dürftige Spur. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Meinst du... Meinst du, Yavin hilft uns? In Anbetracht der Lage? Ja, unsere Reibereien enden immer auf die gleiche Art. Ich erzähl's dir mal bei einem Bier. Okay, dann konzentrieren wir uns... darauf, Randy zu finden. No. Dann überspringen wir mal die Fahrt. Okay, wir sind da. War lange nicht hier. Ich kam mal jedes Wochenende her. Bei etlichen Jahren. Gut. Dann. Und, hat sich was verändert? Solche Orte verändern sich nie. Das ist die Bude von dem? Okay. Das ist wohl doch nicht die Bude von dem. Das ist die Bude von dem. Hallo Johnny. Nachbarschaft. Okay. Dann wollen wir mal klopfen, oder? Aquarium. Badewanne, Toilette. River. Entweder du willst was oder weißt was zu Randy. Sonst hättest du deinen Arsch nicht hierher geschleppt. Joss, das ist weh. Also, wie? Geht es um meinen Jungen? Ja. Randy wurde entführt. Und du wusstest das? Joss, ich... Hast die Wahrheit wieder verheimlicht. Wie immer. Mach dich aufs Schlimmste gefasst. Wir hoffen, dass Randy noch lebt, aber mach dich auf alles gefasst. Wie, bitte? Wo ist mein Sohn? Das wissen wir noch nicht, aber wir arbeiten dran. Was steht ihr dann hier rum, anstatt ihn zu suchen? Wir müssen uns Randys Sachen angucken. Wir müssen Randys Sachen durchsuchen. Warum? Um eine Spur zu finden. Vertrau mir, Joss. Macht nur nichts kaputt. Randy kann's nicht leiden, wenn jemand sein Zeug anfasst. Gehen wir wie. Okay, Joss. Kinder spielen draußen. Hol sie rein, es gibt Essen. Folge River. Woran denkst du? Dass alle Frauen in deinem Leben Charakter haben. Das ist der Wohnwagen. Achte auf jedes Detail, okay? Also doch da rein. Monique, Dorian, na ihr? Ist das dein Partner? Ein Freund. Schläfst du hier? Mal sehen. Eure Mutter wartet mit dem Essen auf euch. Okay. Okay. Hi zu Hause. Ja, das könnt ihr euch einmal gerne angucken. Was haben wir denn hier? Ich kann das halt nicht nehmen, ne? Mal weit. Den Wohnwagen ist Randy eingezogen, nachdem ich einen neuen gekauft habe. Drecksloch. Erinnert mich an meine erste. So, das dürft ihr natürlich auch wieder gerne lesen. Das wisst ihr ja, ne? Ist immer der gleiche. Seh dich um, ich durchsuch den Müll.
Ja, guck mal. Tainted Overlord. Seine Lieblingsband. Kennst ihn gut. Hab ihm zum Geburtstag immer ein Album geschickt. Verschlossen. Eine Ahnung, wo der Schlüssel ist? Nein. Ich habe aber eine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Hier ist irgendein Schlüssel. Verdammt alt. Nicht wirklich das, was wir suchen. Hab hier so ein Spiel mit Versandcode drauf. Ach, krass. Okay. Da sind noch die Kerben, wo wir markiert haben, wie groß die Kinder waren. Irgendwelche Pillen, ne? Eine Gitarre. Frage ist, was soll ich jetzt hier noch finden, ne? Nur da noch. Das, dürft ihr auch nochmal durchlesen, wenn ihr wollt. Guck mal, da unten ist was. Die Tech ist teuer. Konnte Randy sich das leisten? Hast du Witze? Solche Hardware hätte Randy sich nie leisten können. Viel zu teuer. Wir müssen da rein, aber wir brauchen das Passwort. Kannst du es knacken? Na, leider nicht, du. Ich weiß nicht wie, River. Shit. Da müssen wir wohl raten. Was könnte er wohl... Finde das Computerpasswort heraus. Wie Randy scheint sein Tech zu sein. Versuch's doch mal. Versuch's mit seinem Tag. Be Randy. Was ist das nicht? Schade. Wer ist das Mädchen? Seine Ex, Natalie. Okay. Seine Ex auf dem Foto, wie hieß die? Natalie? Wir müssen was anderes versuchen. Dort ist es wohl auch nicht. Was ist das denn, der Plattenspieler? Oh, Liberum Arbitrium. Düsteres Zeug. Musikalisch nicht ausgereift, aber man hört, dass sie mit Leib und Seele dabei sind. Gib mal diesen Songtitel ein. Liberum Arbitrium. Das war's. Hilfst du mir beim Suchen? Aber klar doch. Nicht lieber als das. Dann wollen wir doch mal gucken. Nachrichten. Fangen wir mal damit an. Tut mir leid. In so einem Wagen haben sie Harris geschnappt. Einmal kurz. Straße. Scheiße. An den Tag erinnere ich mich. Er lebt in der Nähe einer alten Schule. Ich will doch nur weiterlesen. Gott, danke. Echt einfühlsamer Engel, dieser Typ, was? Will doch nur weiter scrollen dürfen für die Community. Brauchen wir nicht scrollen. Er hat Randys Identität rausgefunden und ihm irgendein Spiel geschenkt. Das Spiel aus der Schublade? Genau. Laut Versandcode muss das Schwein es aus den Badlands verschickt haben. Okay, dann wieder im Arsch. Auch das dürfte er mal lesen. Randy angelockt. Vielen Dank für gestern. Also er chillt auf jeden Fall noch mit seiner Ex. Sowas macht man auch nicht. Ja, man zieht ja auch nach dem Duschen keine dreckige Unterwäsche an. Also chillt man auch nicht mit seiner Ex. River, siehst du, was
unmöglich. Warum sollte er sowas tun? Randy hat sich nicht nur auf das Treffen eingelassen. Er hat sich so sehr darauf gefreut wie ein Kind zu Weihnachten. Was zur... Dieses Monster hat Randy ganz durcheinander gebracht. Okay, dann machen wir mal weiter. Familie. Aber wer ist denn der Tönnes? Also ihr dürft das natürlich sehr gerne durchlesen, ne? Außer Natalie hat er wahrscheinlich niemandem vertraut. Kommt man über den Link auf die Seite? Aber welchen Link? Keiner macht den Drogen. Nett. Rocks are bad. Link. Der aus Randys Notizen. Finden wir es raus. Hier? Nee. Fuck. Was ist denn da schon wieder los, ey? Irgendwas ist richtig krank an diesem Cartoon. Echt gruselig. Mhm. Das ist aber nicht das, was ich meine. Auf den Link, lebst du noch? Ne, hier, ne? Aber wo ist denn dieser Link? So, klick auf das Bild. Was da? Eine versteckte Seite, erstellt von Anthony Harris. Scheiße. Das ist doch krank. Okay, wir sehen uns die Seite an. Mach mit. Dateien. Da war mal eine Datei. Wurde wohl gelöscht, aber der Name steht da noch. Der Name? Ist die Videodatei auf Randys Computer nicht so ähnlich? Ja. Ey, guck mal. Der Name von diesem Cartoon passt zu der fehlenden Datei auf Harris' Seite. Genau sowas mussten wir für Yavin finden. Das ist es wie. Randy muss ihn runtergeladen haben. Sicher. Aber vor allem könnte das der Schlüssel zu Harris' Gedanken sein. Hoffentlich. Hey, kannst du hier mit deinem Netrunner Hokus Pokus irgendwas rauszaubern? Okay. Wie soll ich das denn machen? Oh, dafür fehlt mir leider das Wissen. Okay. Aber hab ich nicht, Intelligenz fehlt dafür, ne? So schaffen. Ja, da habe ich nicht. Ich habe noch, aber, ja, warte mal. Ich will eigentlich erst das hier voll machen, weil ich muss ehrlich sagen, das ist meine Haupt-Damage-Quelle. Was hat denn da? Ne, was ist das? Das ist sehr cool. Dieser Cartoon, River. Immer. Vielleicht suchen wir... Wir brauchen doch Fuck, was. Jetzt habe ich das aus Versehen übersprungen. Das meine ich jetzt überhaupt nicht. Okay, das kann ich noch nicht machen irgendwie. Das kommt wohl noch. Animiert. Schick ihn Yavin. Okay, mache ich sofort. Sie sagt, sie meldet sich spätestens morgen. Und, dass ich ein Hurensohn bin. Und, komm, wir gehen was essen. Okay, Folge River. Hey V, lass uns Joss nicht unnötig beunruhigen, okay? Wir haben eine heiße Spur und wissen morgen mehr. Ende aus. Ist ein Deal. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten, Freunde. Dorian, bitte. Aber das schmeckt nach Popeln. Popeln. Joss, wir sind fertig. Aufgegessen? Dann ab ins Bett. Hier, wir haben dir was übrig gelassen. Danke, Monique. Gut, dann hauen wir mal ab, nicht? Habt ihr was gefunden? Morgen wissen wir mehr. Ich habe Beweise an ein Labor geschickt. Vielleicht wissen wir morgen früh, wo Randy ist. Wann hast du das letzte Mal gegessen?
Gestern. Iss ruhig. Ich habe keinen Hunger. Danke. Vielleicht später. Erstmal eine Quarzen, ne? Das ist genau das Richtige. Und jetzt mal Klartext. Keine Lügen. Und guckt nicht zu meinem Bruder. Findet ihr meinen Sohn? Ich kann nichts versprechen. Ich kann dir nichts versprechen, Joss. Aber wir tun unser Bestes. Euer Bestes. Joss, können wir heute in Randys Wohnwagen übernachten? Ja, sicher. Du bleibst doch, oder? Du musst mir helfen, das durchzustehen. Aber natürlich. Natürlich bleibe ich. Gut. Findest du allein hin? Ja, ich gehe dann auch gleich pennen. Lass dich nicht unterkriegen. Genau, bleib stark. Die sagt wohl nichts mehr zu mir. Und dann gehen wir pennen. Wie? Wach auf! Geht's los, oder was? Bin noch müde. Yavin hat angerufen. Der Cartoon hat gewirkt. Er träumt. Hast du... Nice. Hier, steck rein und verbinde dich mit dem Computer. Ich will's auf dem Bildschirm sehen. Auf jeden. Let's fucking go. Dein Doc arbeitet schnell. Nicht schlecht. Dann schauen wir doch mal, was wir da finden können in diesem BD. Okay, aber irgendwie passiert hier nicht mehr, außer dass die reden, ne? Fick dich. Oha, Digga, was ist los mit ihm? Hinten ist was, das können wir scannen. Der Amoklauf sagt mir was. Den haben wir an der Polizeiakademie behandelt. Ich guck mal, an welcher Schule das war. Laguna Bend. Die ganze Stadt wurde in den 50ern überflutet. Immerhin wissen wir, aus welcher Gegend er stammt. Soweit, so gut. Und jetzt? Moment, ich kann hier wieder lang. Eine alte Trophäe aus dem Jahr 2042. Erster Platz in einem nationalen Ringturnier. Wag's nicht, über meinen Dad zu reden! Ja, du kleiner Scheißer, ich weiß alles. Als seine Farm pleite ging, hat er sich erschossen. Hey! Okay, ich kann den Braindance verlassen, um zum nächsten Abschnitt zu gehen. Oh, da geht's direkt weiter. Ihr seht Harris noch jünger aus. Sieh mal, die Kuh ist krank. Wie die anderen. Wo bist du denn? Komm her! Ich komme! Hinten ist was? Eine Art Bioscanner für Rinder. Überwacht die Vitalwerte. Keine Chance.
Chance, ihn zu identifizieren. Anthony Sutter war ein echter Tyrann. Okay, was machen wir jetzt? Tony, komm her! Nee, ich bin ja schon da. Was vergessen? Ich hab dich was gefragt! Oha. Weiß nicht. Cholin und Methionin-Werte. Fällt dir was auf? Zu niedrig? Du solltest sie doch vor der Schule prüfen. Wie willst du dich diesmal rausreden? Die Kuh wird deinetwegen sterben. Du bringst sie um, wie deine Mama. Tut mir leid. Spar dir das. Fahr einfach ihre Hormone hoch. Und mach den verdammt... Ja, was kann ich jetzt scannen? Das da hinten, ne? Was ist das? Injektoren für Hormone und Antibiotika. Die Leute haben Fleisch voll mit dem Scheiß gegessen. Tattoo aus! Weiter geht's. Oder hin ist noch mehr zum Scannen. Das machen wir auch nochmal. Nahrungszusätze, um Krankheiten vorzubeugen. Endlich muss ich diesen Scheiß selber ausschalten. Aber es scheint irgendwie alles, alles irgendwie gut zu sein, ne? Oh, das ist unser Karton. Klein Tony war wohl ganz begeistert davon. Soweit, so gut. Im nächsten Abschnitt. Okay, dann gucken wir mal. Das muss der Ort sein, wie. Die Erinnerung ist neu. Das ist sein Versteck. Okay. Mal gucken, ob wir irgendwas finden können, ne? Ach du Scheiße. Warte mal. Kurz backwards, Freunde. Ist das da? Sind das da Menschen? Hält der Menschen in dieser Anstalt? Du willst mich doch verarschen. Sind Kabel. Gut, damit kann ich nicht besonders viel anfangen, ne? Aber warte mal, hier ist auch noch was. Warum kann ich irgendwas scannen? Es ist 23 Uhr. Und da hinten ist noch was zum Scannen. Peter Pan hat diese Farm in eine gottverdammte Festung verwandelt. Okay, Geschütztürme. Moment, wir haben aber auch noch eine andere Ebene, ne? Ist was? Lüftung, ne? Hörst du, was ich höre? Ein Müllkahn. Das Signal zum Abladen. Da muss eine Müllkippe in der Nähe sein. Muss man, da ist noch was zum Scannen. Oh, Scheiße. Der hält die entführten Jungen wie Rinder. Alter, du willst mich doch verarschen. System für Aufputschmittel oder Hormone. Alter, du willst mich doch wohl völlig verarschen. Ein Zertifikat der Feuerwehr. City South. Perfekt. Das Terminal steuert die Stallungen. Muss noch eins für die Minen und Geschütztürme geben. Hinten noch mal was? Da, noch einer. Müssen wir einmal kurz zurück. Ich sehe Randy nirgendwo. Alter, du willst mich doch wirklich völlig verarschen. Warum? Warum macht man sowas?
Was war denn da oben? Ist noch was? Da sind Petrochem-Schilder auf dem Farmmodell. Hm. Wo willst du hin, Mike? Irgendwo, irgendwas kann ich hier noch scannen. Hey, die beleuchteten Türme. Das ist Werbung für das Us Cracks Album damals. Die Farbe hat stündlich gewechselt. Das war's, denke ich. Ja, warte, ich will mir das noch zu Ende angucken. Bin mir nicht sicher. Wir sollten uns weiter. Hm. Okay, was haben wir jetzt alles? Harris lebt immer noch in der Nähe einer Schule, die jetzt überflutet ist. Von der Farm aus sieht man die Skyline und die Uscracks-Türme. Sie liegt vor der Stadt. Wir wissen auch, dass die Farm in der Nähe einer Müllhalde ist. Die Postleitzahl auf dem Spiel führt in die Badlands. Diese Türme, die für das Uscracks-Album werben. Die Farbe wechselt stündlich. Also wissen wir die Uhrzeit. 23 Uhr. Ja. Also liegt die Farm östlich der Stadt. Genauer gesagt südöstlich. Das Zertifikat der Feuerwehr war aus der südlichen Region. Das Farmmodell ist ein Petrochem-Design. Das schließt die anderen aus. Das trifft alles nur auf die Edgewood-Farm zu. Das muss sie sein. Also, dann haben wir sie. Hoffentlich stimmt das alles. Komm, wir müssen los. Okay. Dann los geht's. Schauen wir doch mal, ob wir da recht haben. Gehen wir mal zu seinem Auto und versuchen mal unser Glück, ne? Let's go, River. Bin auf jeden Fall ready. Und alles wartet nur darauf, dass du einsteigst. Gut, dann machen wir mal los, ne? Verdammt, lass es klappen. Aber es wird schon. Muss klappen. Wir haben in 2 Tagen mehr als das NCPD in Wochen erreicht. Das war nicht schwer. Aber du hast recht. Danke, W. Für alles. Immer nicht der Reden wert. Ach, wenn ich früher gewusst hätte, wie er sich gefühlt hat, was ihn beschäftigt hat. Das ist nicht deine Schuld. Ich bin sein Onkel wie. Und ich war nicht für ihn da. Fuck. Komm, River, jetzt ist gut mit Aufregen. Jetzt holen wir den da raus und dann ist gut. Ja. Genug aufgeregt. Halt durch, Randy. Bitte halt durch. Aber natürlich hält er durch. Wir stürmen die Hütte jetzt und dann ist gut. Schwierig kann das ja nicht sein, ist doch safe eh nur einer. Ich habe auch schon lange nichts mehr von Panam gehört. Aber dann wollen wir jetzt mal echt hoffen, dass sein Neffe oder was auch immer das für einer ist, noch lebt. Ich würde es mir auf jeden Fall gönnen, dass das alles klappt jetzt, wie er sich das vorstellt. Schluck trinken, ne? Immer schön hydrated bleiben, Freunde. Oh, Leute. Ja, sehr gespannt. Was da jetzt passieren wird auf der Farm. Festhalten. Okay. River, das ist die Farm. Wir sind richtig. Ich weiß. Lass uns zur Scheune, schnell.
Ja, einmal ausschalten. Wir können es auch langsam machen, indem wir die ganzen Dinge einfach ausschalten. Okay. Noch einmal das ausschalten. Hier ist noch ein Geschützturm, den können wir noch einmal ausschalten. Okay, die können wir entschärfen. Finde das sicher. Verschaffe dir Zutritt zur Scheune. Okay. Wie kommen wir denn sonst hier rein? Hier ist aber wirklich sehr viel explosives Zeug am Start. Okay, ich bin drin, Jungs. Ja. Moment, ey, lass die mal offen. Ausschalten. So wie diese Kamera da oben. Ausschalten. So, wir gehen jetzt mal nach oben, aber wir müssen eigentlich nach unten. Was denn hier? Dateien, Nachrichten. Das hatten wir ja alles schon auf dem anderen PC. Euro, Dollar, was ist da? Noch eine Waffe. Ich finde das Sicherheits. Was ist das denn da? Badewanne. Hier irgendwo muss das Datenterminal sein, sagst du? Nur eigentlich nur. Braindance. Gebrauchsanweisung. Also ihr könnt das hier einmal euch durchlesen. Dann einmal das hier könnt ihr euch durchlesen. Das ist jetzt einfach mal durchscrollen. Ray Ray Bongo. B. Randy. Das hatten wir ja alles schon. Ich werde das trotzdem einmal durchscrollen. Schadet ja nicht, ne? Okay. Habt ihr euch das auch einmal alles angucken dürfen? Okay, also wir müssen auf jeden Fall hier irgendwo. Aber wie kommen wir denn hier runter? Hier geht's doch gar nicht nach unten, oder? Etwa doch. Okay. Ne, aus meiner Sicht geht's hier nämlich nicht nach unten, meine Damen und Herren. Sondern nur nach oben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend, ne? Weil grundsätzlich sagt, ich soll nach oben. Finde das. Denn sonst noch irgendwie was? Fehlfunktion. Ungewöhnlich dünne Wand. Kann ich hiermit nicht irgendwas machen? Moment. Da unten. Ich habe so einen Viehtreiber bekommen. Nutzen Net. Seite nicht gefunden. Bitte wenden Sie sich an Netwatch. Okay. Hier. Das ist da der Laden. Alles Netzwerk. Ausschalten. Ups. Warte mal, ich bin doch immer noch nicht fertig, oder? Alles Netzwerk. Überwachungssystem. Ausschalten. Dateien, ach, das hatten wir ja schon. Genau, genauso wie diese vier
Nachrichten, die hatten wir schon. Okay. Dann wollen wir uns nochmal Zutritt in die Scheune verschaffen. Die Minen sind aus. Oder wie darf ich das verstehen? Wahrscheinlich ja. Den können wir hier auch rumlaufen. Aber ich habe irgendwas Cooles gekriegt. Warte mal. Hier, ne? Ja, so ein Viehtreiber ist das. Jemine, Schockschaden. Inkabell. Ja. Sehr interessant. Okay, River. River, schnell, komm her. Oh, fuck. Bin ich in der Scheune um? Ja, aber der Tünnis muss ja hier auch noch irgendwo sein, ne? Euro-Dollar will ich haben. Falsche Dokumente. Kann ich auch noch mal irgendwas machen? Lokales Netzwerk. Zugangspunkt. Lokales Netzwerk zurück. Überwachungssysteme. Ausschalten. Wo bist du denn? Wir haben es geschafft. Schalt die Maschine aus. Kann ich Randys Link nicht trennen? Randy! 1052, wiederhole 1052. Alter Besen, ist das hier alles crazy. Ja, schick eine verdammte Armee! Ja, ich schick die Koordinaten. Nein, nicht nur einen, mehrere! Los, verdammt! Und Vorsicht vor dem automatischen Abwehrsystem, es ist extrem! Was ist das denn dann noch? Hier kann ich auch noch irgendwas lesen. Lass es krachen. Ah, okay. Das könnt ihr euch ja mal durchlesen, wenn ihr wollt. So, ich. Okay, alle abgetrennt. Sieh nach den anderen. Sie könnten noch leben. Mach ich. Hilf den anderen Opfern. Wie helfe ich dir? So, denen wird irgendein Zeug hier eingeflößt, hä? Okay, also der ist hier irgendwie ganz krank drauf, dieser Anthony. Der Junge ist schon ein paar Tage tot. Belastend. Warte kurz, ich will eben den noch rausholen. Auch schon tot, hä? Hab keine Angst. Ah ne, er lebt noch. Okay, River, was? Hilf mir mit Randy! Was gibt's denn? Ich krieg das Teil nicht auf! Hilf mir! Okay, come on. Aufmachen. Komm schon, das muss doch gehen. Alter Vater, ey, was geht denn hier ab, Mann? Also, der pumpt die da mit irgendwelchen Hormonen voll? Also womit pumpt er die denn da voll überhaupt? Also das muss ich jetzt erstmal, also okay. Crazy auf jeden Fall. Wir haben es geschafft, River. Ja, haben wir. Aber für mich ist das noch nicht vorbei. Für den Terror, den er verbreitet hat, muss dieser Bastard büßen. Ja, hat er halt recht, ne? Was ist dein Plan? Was willst du machen? Ihn töten? Ja, ihm das Leben mit bloßen Händen rausquetschen. Der Wichser muss sterben. Tu das nicht, River, ganz ehrlich. River, komm schon, Mann. Das ändert doch nichts. Anthony Harris ist ein lebloser Fleischsack. Einem Beatmungsgerät. Und wie lange noch? Er muss sterben. Ich brauche die Gewissheit. Nein. Du willst dein Leben wegwerfen, um dich einem hirntoten Zombie zu rächen? Ach,
Vielleicht hast du ja recht. Aber es macht mich wahnsinnig, nichts zu tun. Hm. Joss und Randy brauchen dich jetzt. Wach auf. Du kannst eine Menge tun, River. Joss, Randy, die Kinder. Sie werden dich jetzt mehr denn je brauchen. Ja. Hast du recht. Vergiss Harris und... Vergiss Harris. Nimm jeden Tag einzeln in Angriff. Und ruh dich aus. Genau. Holo mich an, sobald du wieder klar denken kannst. Dann reden wir. Ja, ich brauche etwas Zeit für mich. Aber dann melde ich mich. Versprochen. Wir sind bereits um Abflug. Kommen Sie mit oder nicht? Wirklich, wie? Danke. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Keine Ursache. Wir bleiben in Kontakt. Na sicherlich, Chef. Alles gut. Okay. Ja, damit hätten wir auch die Quest abgeschlossen. Die Frage ist natürlich, jetzt ist die Reihe damit beendet oder passiert noch was? Was allerdings... Warte mal, ich hab... Alda, was? Ich habe mit Elizabeth gesprochen. Sie bekräftigt, was du mir gesagt hast. Wie lange läuft das schon so? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was angefangen haben könnte. Aber das ist es ja gerade, nicht wahr? Ich kann mir nicht einmal meine eigenen Erinnerungen... Ich kann mich nicht einmal auf meine eigenen Aber das ist es ja gerade, nicht wahr? Ich kann mich nicht einmal auf meine eigenen Erinnerungen verlassen. Wer weiß, wie viel davon überhaupt echt ist. Ich erinnere mich noch an meinen Bruder, glaube ich zumindest. Aber ich bin mir nicht sicher. Warum taucht er plötzlich in meinen Erinnerungen auf? Elizabeth hat mir diesen Raum gezeigt, den ihr gefunden habt. Was zur Hölle ist hier los? Ich habe das Gefühl, völlig die Kontrolle verloren zu haben. Die waren bei mir zu Hause, in meinem Haus. Verdammte Scheiße. Ich werde kein Auge zutun, bis wir diese Drecksäcke erwischt haben. Und sie waren nicht nur irgendwo in meinem Zuhause, sondern überall. Das ganze Haus war verwanzt. Ach du Scheiße, wie... Wenn die bei mir zu Hause sind, überwachen sie auch mein Telefon. Sie wissen sicher von dir. Was hast du jetzt vor? Bleibt ihr mir nochmal was? Sieht nicht so aus. Na gut, dann wollen wir mal gehen. Ja, meine lieben Freunde. Was? Fehler? Kontakt nicht gefunden? Ah. Okay. Einmal das Journal. Talk about Revolution. Das können wir auch noch nicht machen. Das können wir auch noch nicht machen. Das können wir auch noch nicht machen. The Beast in Me. Das ist Rennen fahren. Ja, Freunde. Wir machen an der Stelle... auch erstmal Feierabend mit der Folge. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich noch weiterspielen möchte oder ob ich einfach für heute dann Feierabend mache. Was könnten wir denn nochmal machen? Also wir wollten auf jeden Fall noch ein paar Autos kaufen, das weiß ich. Das heißt, es wird auf jeden Fall Zeit. Den kann ich noch nicht machen, die Gefahr ist zu hoch. Den hier könnte ich machen, noch ein paar Fixer-Aufträge zu machen. Ne? Wie viel hat er denn hier? Der hat 11 Aufträge, der Tönnes. Wer ist hier der Fixer in dem Bezirk? Wahrscheinlich der gleiche, ne? Ja, er ist der gleiche. Okay. Ansonsten haben wir auch noch Nebenmissionen. So. Hier. Finde den Ring in Kabuki. Das hat Nebenmissionen. Triff dich mit Takemura. Ansonsten habe ich hier nichts mehr. Hier sind noch ein Haufen Nebenmissionen. Ein Cyberpsycho. Wie viele habe ich davon eigentlich noch? Cyberpsycho. Psycho Killer. Ach, auch noch ein paar. 6 Stück sind es noch, ne? Hm. Ja, Freunde. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir auf jeden Fall Feierabend. Ich werde jetzt, glaube ich, auch für heute die Aufnahmesession beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Cyberpunk 2077. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.